Hi, ich bin gerade in Slowenien unterwegs. Da hinter mir seht ihr schon das bekannte Motiv mit dem See, der Kirche da auf der Insel und da hinten liegt Bled. Wer von euch war denn schon mal in Slowenien und wie hat es euch gefallen? Wo wart ihr unterwegs? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Ich bin gespannt, was da so kommt. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Tipp für mich. Und ansonsten nehme ich euch jetzt mit auf Entdeckungstour durch eines meiner Lieblingsländer und wir starten an der Soča-Quelle. Kommen wir näher zum Wasser hin, am Seeufer. Jetzt könnten wir den Uferweg entlang laufen, einmal rundherum. Irgendwie so eine Märchenland-Idylle, oder? Der Blättersee ist ja wirklich wie so aus einem Bilderbuch entsprungen. Und wir haben ihn ja eben schon von oben angeschaut. Um zu diesem coolen Fotospot zu kommen, müsst ihr einfach auf die gegenüberliegende Seite von Bled, also auf die andere Seeseite fahren, dann so ungefähr 100 Höhenmeter aufsteigen und dann kommt ihr oben zu so einem richtig coolen Aussichtspunkt. Ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein in Slowenien und der Felix ist ja auch wieder mit dabei, hinter der Kamera. Servus. Warst du eigentlich schon mal in Slowenien? Noch nicht, das allererste Mal. Dann kennst du ja auch nicht den Triglav Nationalpark, gell? Nein. Da geht's jetzt nämlich tiefer hinein. Und zwar wollen wir der Soča folgen. Ich habe es ja schon gesagt, wir starten an der Quelle, dann geht's über Trenta bis nach Bovec. Und das soll richtig schön sein, weil einerseits der Fluss natürlich super schön ist und wir andererseits an vielen coolen Wasserfällen vorbeikommen und Klamms durchschreiten werden. Ich freue mich. Ich mich auch. Ist gar kein Wasser da. Wo ist die Soča? Das sieht doch schon besser aus. Hier rauscht und plätschert es wenigstens. Wir haben doch noch Wasser gefunden. Hier ist so eine klettersteigähnliche Konstruktion jetzt zur Quelle hinauf. Da ist sie. Da ist sie jetzt, die Quelle. Bis hierhin mussten wir so ungefähr eine Viertelstunde laufen. Halt ein bisschen bei dem Drahtseil vorbei, war ganz spannend und es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht da schon, es ist tiefblaue Wasser hinter mir. Und es ist krass, weil es einerseits klar ist und andererseits kann man trotzdem nicht abschätzen, wie tief das jetzt da runtergeht. Man kann gefühlt richtig weit blicken, aber irgendwann hört es einfach auf und ich glaube, die Quelle kommt da noch viel weiter aus dieser Felsspalte raus. Und von hier starten wir jetzt immer am Fluss entlang in Richtung Bovec. Ganz schön. Ein bisschen wie so ein Abenteuerspielplatz irgendwie. Aber es ist cool, so über das Wasser drüber zu laufen. Erster Halt am Wanderweg, Alpinum Juliana. In dem Botanischen Garten hier sind fast 700 verschiedene Pflanzenarten, darunter auch ganz viele kleine unscheinbare und einige wirklich seltene. Hier zum Beispiel blüht selbst im Botanischen Garten nur eine einzige davon, das ist eine Zeus-Glockenblume. Und dann haben wir eben noch eine Pflanze gesehen, die auch ganz selten in Slowenien ist. Die blüht aus dem Fels heraus im Hochgebirge und das ist die Schopfteufelskralle. Krass, geht einfach so eine Wand hoch. Stark. Schon einige Zeit am Flussufer entlang, teilweise ein bisschen abseits des Flusses durch eher bewaldete Passagen, dann auch hin und wieder über so wackelige Hängebrücken hinweg. Also es ist schon ein ziemlich abenteuerlicher Trip hier entlang, weil man so viele verschiedene Sachen einfach sieht. Und was mich ja am meisten fasziniert, ist einfach dieses Wasser. Also ich bitte euch, das sieht doch richtig unecht aus, oder? Wie das da einfach so türkisblau, da jetzt gerade zu meinen Füßen unten ganz still quasi entlang fließt. Und im Kontrast dazu sind da überall so weiße Steine zu sehen. Das ist einfach ein richtig gigantisches Bild. Musik.
Huhu. Eben war das Wasser noch so ruhig und so schaulich. Und hier sieht man jetzt, was für eine Kraft da doch dahinter steckt. Schaut mal, wie das da so durchgepresst wird, teilweise so Strudel entwickelt und da wirklich so gewaltig, auch mit ordentlich Lärm, hier durch diese Schlucht durchsaust. Wir haben da eben so Wildwasser-Rafter und Kajakfahrer gesehen. Die müssten jetzt hier gleich vorbeisausen. Bin ich ganz gespannt, weil der Fluss ist ja ganz beliebt bei so adrenalinsuchenden Wassersportlern. Durch die ganzen Stromschnellen da drin und so weiter. Und da kommen sie. Lauter farbige Bootchen kommen da angepaddelt. Bist du schon mal Kajak gefahren, Felix? Ja, macht Spaß. Du? Nee, noch nicht. Ich wüsste nicht, ob ich mir das zutraue, so zwischen den Steinen durch und so. Ich glaube, da ist schon Action vorprogrammiert. Das war ein kurzer Abstecher, 15 Minuten und schon sind wir am nächsten Viewpoint. Sprachlos, muss ich sagen. Wir sind am Ende des Socha Trails angekommen, sind noch ein Stückchen weiter gelaufen und haben noch diesen Wasserfall entdeckt. Bis zu 136 Meter fällt das Wasser da insgesamt in die Tiefe und dann ist er ja auch noch super breit dabei, macht auch ordentlich Krach so im Hintergrund. Also es ist gerade ein richtiges Naturspektakel hier. Jetzt geht's nochmal nach oben zum Aussicht genießen. Nicht mehr so sommerlich warm wie den ganzen Tag. Yay! Schön. Das ist etwas, das finde ich immer wieder beeindruckend. Unten ist die Vegetation ganz anders, als wenn man einfach ein paar Meter weiter hochfährt. Also ein paar Meter ist gut, wir sind hier auf 2200 Meter Höhe und es ist nicht nur kalt, sondern es ist auch richtig schroff. Es sind überall so Schluchten drin, teilweise liegt noch Schnee hier oben. Es ist eine richtige Hochgebirgslandschaft. Im Winter könnt ihr hier übrigens Skifahren. Und jetzt gerade können wir uns noch mal einen Überblick verschaffen, wo wir eben langgelaufen sind. Da unten blicken wir nämlich auf das Socha-Tal. Da ging ja der Socha-Weg entlang. Und ihr seht, dass das Tal ist eigentlich gar nicht mal so schmal. Ich finde, wenn man am Fluss entlang läuft, kommt einem das gar nicht so breit vor. Aber hier dauert es schon ein bisschen, bis die nächsten Berge da hinten zu sehen sind. Und apropos Berge, da im Hintergrund, da wo die Wolken hängen, sehen wir auch den höchsten Berg Sloweniens, den Triglav, rausschauen. Ich war da schon mal oben und wir haben auch vor, da nochmal hochzugehen irgendwann und ein Video drüber zu machen. Dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir aber wieder runter. Und ich freue mich endlich auf was zu essen. Ach, zurück. Wieder im Ort. Das war's. Wir haben unser Ziel erreicht und 28 Kilometer liegen hinter uns. Wenn ihr da richtig viel sehen wollt, wirklich so Stopps machen wollt und so weiter und so fort, dann nehmt euch am besten 2 Tage Zeit dafür. Also ihr könnt zum Beispiel mit dem Bus zur Quelle hinfahren und dann einfach gemütlich erstmal bis nach Trenta wandern, dort vielleicht noch in ein Hotel einchecken und dann das letzte Stück bis nach Rowetz zurücklegen. Und ich fand es aber so schon einen richtig coolen Einblick. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich finde, diese Natur ist einfach super, super schön. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir unter diesem Video oder klickt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann! Und jetzt können wir was essen gehen? Ja!